Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tram Simulator Urban Transit. Ja, wir sind immer noch dabei, die letzte oder vermutlich letzte Aufgabe dieses Spiels abzuarbeiten oder zu erledigen. Das heißt, wir müssen noch einige Haltestellen auf Level 4 bringen, noch die Stadtteile auf Level 4 bringen und dann sind wir, denke ich mal, durch mit dem Spiel. Also so von der Aufgabenbeschreibung auf jeden Fall würde ich davon ausgehen. Ja, wir stehen hier gerade an der ersten Haltestelle der Route 9. Route 9 ist unsere Linie, mit der wir quasi immer den Fahrtverlauf so anpassen, damit wir sinnvolle Haltestellen anfahren. Und genau, Straßenbahnroute 9, wir stehen an der ersten Haltestelle, das ist hier oben an der Golden Bridge oder wie die Haltestelle hieß. Und diese Haltestelle habe ich eben gerade gemeldet bekommen, darf ich jetzt direkt auch schon mal zu Beginn der Folge hochleveln. Das heißt, wir haben hier Indigo Hill, noch die Haltestelle, die wir anfahren müssen und nochmal die. Und dann müssten wir eigentlich mit Indigo Hill soweit durch sein, dann können wir unsere Route wieder anpassen und dann haben wir wieder einen Stadtteil weniger. Es geht also rasant voran. Ich finde sowieso, dass wir einigermaßen schnell mit dem Fortschritt sind und ja, ich gebe mir weiterhin Mühe, dass wir weiterhin so schnell hier vorankommen. Und dann, ja, mal schauen, ob es noch eine weitere Mission gibt oder nicht. Das kann ich halt leider so nicht sagen. Ich gehe halt mal davon aus, dass die letzte ist. Wir kennen es ja vom Bus-Simulator 21, habe ich schon öfters erzählt. Bus-Simulator 21 hatte so eine ähnliche Aufgabe als letzte Aufgabe, um nochmal den Spieler so richtig schön auf den Sack zu gehen quasi. Und das machen die Entwickler hier bei dem Spiel genauso. Genau, dann sind wir mit der Haltestelle jetzt auch auf Level 4. Noch eine einzige hinzu. Oder beziehungsweise noch ein Level hinzu. Und dann sind wir hier auch insgesamt auf Level 4. Dann haben wir, oder dann können wir die Route wieder anpassen. Und dann haben wir einen Stadtteil weniger. Das heißt, unsere Routendauer wird wieder kürzer. Wir, ja, sind somit dann wieder schneller beim Leveln. Was sehr cool ist, genau. So, ich habe Angst. Ich habe gerade gedacht, er will irgendwie über die Straße drüber rennen, aber hat er zum Glück nicht gemacht. Das hätte auch, glaube ich, wirklich wehgetan. So hat er es zum Glück doch gerafft und ist stehen geblieben. War so ein kleiner Panikmoment. So ein kleiner Panikmoment, wo man so denkt, oh, das wird nichts mehr, wenn ich da bremse. Das kann man ja einigermaßen gut abschätzen eigentlich. Wobei, bergab kann man es hier in dem Spiel nicht abschätzen. Das stimmt tatsächlich. Da braucht man ein bisschen mehr Weg. Naja, gut. So, auf jeden Fall. Da ist jetzt die vermutlich letzte Haltestelle, die wir hier anfahren müssen. Da muss ich aber erstmal wieder auf den Plan gucken. Aber ich glaube, wir müssen hier nicht geradeaus. Das war, glaube ich, hier rechts entlang. Ich habe die Weiche jetzt einfach mal umgestellt nach rechts. So, kann ausgebaut werden. Da müssten wir jetzt in Indigo Hill auch auf Stufe 4 sein. Genau. Also Indigo Hill können wir auch rausschmeißen. Pecunia können wir rausschmeißen. Indigo Hill, Sunkiss. Sunkiss sind wir auch schon auf Level 4. Ach stimmt, das habe ich auch schon rausgekickt, soweit, so wie es aussieht. Genau. Das hatten wir, glaube ich, noch am Ende der letzten Folge gemacht. Irgendwas hatten wir da auf jeden Fall gemacht. So, das können wir rauskicken. Und dann sieht man es. Unsere Route beginnt dann also jetzt hier unten. Schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir könnten auch theoretisch diese halt, ja, wobei die zählt zu Sunkiss, die brauchen wir also nicht mit dazu nehmen. Und das würde keinen Sinn ergeben, da müsste ich nämlich einen riesen Umweg fahren. Alles klar, dann lassen wir den Routenverlauf erstmal so. Wir haben jetzt hier nur noch hier unten den Bereich quasi, was wir abfahren müssen. Hier oben sind wir schon fertig in dem Bereich, da sind wir schon fertig in dem Bereich. Sehr, sehr cool. Genau, dann übernehmen wir diese Änderung quasi einfach gerade mal. Und dann, genau, können wir jetzt hier gucken, dass wir die Route 9 nochmal auswählen, jetzt fahren. Nehmen wir das Fahrzeug wieder, dann fahren wir einfach die paar Meter dahin, ist gar kein Thema. Machen wir die Tür noch zu und dann beginnen wir wieder bei der Haltestelle 1, bei der 9. Oris Harbor ist ja dieses Hafengebiet da unten, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, glaube ich. Da hat man noch nicht so viel. Oh, Reparaturkosten, was habe ich denn angefahren? Wen habe ich angefahren? Ich bin gegen ein Hindernis gefahren. Wie denn das? Was habe ich angefahren? Egal. Versicherung geregelt. Nee, keine Ahnung. Ich habe gerade nichts gesehen. Ich habe links im Spiegel nichts gesehen, rechts im Spiegel nichts gesehen. Vielleicht war irgendwas vor uns, irgendwer vor uns. Frag mich was Leichteres. Ich weiß es nicht. So, wir können also wieder auf den Highway drauf, leider Gottes. Ich finde es ja echt schade, dass man so dermaßen von der Realität hier abgedriftet ist bei diesem Spiel, dass man auch hier solche Strecken hat. Aber gut, was willst du machen? So, wir geben auf jeden Fall jetzt mal Gas, dass wir hier schön vorankommen. Ich sande auch mal ein bisschen, weil wir haben ja gelernt, wenn man sandet, egal bei wie viel km/h, kommt man noch schneller voran. Ich muss nur gucken, wo wir abfahren müssen. Ich habe immer noch nicht die Routenfarbe angepasst. Ich denke aber mal fast hier. Ja. Durch den Baum durch, auch perfekt platziert.
Und hier müssen wir jetzt links. Oh, und das ist auch wieder so eine verwirrende Stelle, weil wenn man links lang fährt, macht man erstmal einen Schlenker nach rechts. Was war das? Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Ach nee. Ach nein. Das ist eine Wendestelle. Oder ich hätte irgendwo auf der Weiche einen Knopf drücken müssen, dass wir... Boah, das ist doch beschissen. Ich hab's nicht gesehen, dass ich da nochmal die Weiche stellen muss. Ich hätte da einen halben Meter gehabt, um die Weiche zu stellen. Das habe ich nicht gesehen. Gut, wir machen es anders. Wenn das Spiel mich mobben möchte, mobbe ich zurück. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch mal uns so eine größere Bahn kaufen für später irgendwann. Ach nee, komm, wir fahren mit der kleinen. Die kleine, wahrscheinlich levelt man da nicht so ganz schnell mit hoch, aber... Oder wir fahren halt irgendeine andere Bahn. Können wir auch machen. Wir sind jetzt in der letzten Zeit sehr häufig die Panoramabahn gefahren. Wir nehmen jetzt einfach mal wieder so eine Bahn. Genau. Dann sind wir auch direkt an der Haltestelle 1. Haben was Modernes. Aber natürlich sind wir hier mit dem Beschleunigen ein bisschen langsamer. Man kann nicht alles haben. Aber die Haltestelle kann ausgebaut werden. Das finde ich gut. Da sind wir da auf Level 5. Okay, dann sind wir bei der Haltestelle schon bei Level 5. Und da erst bei Level 1. Ja, das ist Aurus Harbor. Da haben wir leider so ein bisschen das Problem. Wir hatten das in den Missionen nicht so ganz drin. Also, beziehungsweise diese eine Haltestelle nur. Die anderen sind wir nicht angefahren. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die schlechtere Bremse und an das schlechtere Beschleunigen gewöhnen. Aber an diese Eisautoklingel gewöhnt man sich recht schnell, oder Alteisenklingel. So, ihr bleibt bitte alle stehen, sonst hoppelt es gleich mal kurz. So, wir sind ein bisschen zu schnell, das passt aber. Ah, die Stelle mit den Wänden ist ja echt fies. Und was war aber dieses Gequietsche, was wir da ganz kurz hatten? War das irgendwie, sollte das irgendwie Kurvenquietschen simulieren oder weil wir eine Vollbremse gemacht haben oder ich weiß nicht, hat irgendwie geklungen wie, keine Ahnung, voller Soundfehler. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt im Video hört. Vielleicht war das ja nur mein Computer irgendwie, der einen Fehler hatte. Ich weiß es nicht. So. Schlecht geparkt. Ups, das war die Hupe und nicht, beziehungsweise die Glocke und nicht die Tür. So, können wir auch ausbauen. Ist doch schon mal schön. Dann können wir die auch demnächst ausbauen. Ja gut. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir brauchen sowieso im unteren Stadtteil, glaube ich, sowieso noch mal ein bisschen mehr Zeit, bis wir da vorankommen. Oben ging es jetzt recht schnell auch in der Stadt. Auch auf der anderen Seite vom Fluss ging es recht schnell. Oakwood, so die Gegend da oben, war sehr schnell hochgelevelt. Weil da hatte man halt einfach schon ein paar Missionen gehabt. Da ist man schon öfters durch die Gegend gefahren, da ging das schnell. Unteren Bereich hier, Greenwood, glaube ich, hieß das... Stadtteil davon. Da sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen schwieriger, aber gut. Je kleiner natürlich die Route wird, desto öfters fahren wir die Haltestellen an, desto schneller geht's leveln. Also ich glaube, wir sind da auf jeden Fall auf einem sehr guten Kurs. Dadurch, dass wir jetzt auch gar nicht mehr ganz hoch in die Stadt fahren müssen, sind wir da auch auf jeden Fall viel zügiger unterwegs. Und ja. Wir brauchen auf jeden Fall nicht so lange wie beim Bus-Simulator 21. Nur ich finde es halt irgendwie wichtig, also ich könnte ja, klar, ich könnte jetzt hier sagen, nö, ich beende jetzt das Let's Play, ich gehe davon aus, das ist die letzte Mission, fertig, aus. Ich kann es aber nicht sicher sagen, erstens, und zweitens, ich möchte eigentlich die Spiele so komplett zeigen, wie sie sind. Nicht jetzt einfach hier so mittendrin aufhören und ja, keine Ahnung, finde ich irgendwie dann doof. Klar, es gibt Let's Plays, die bricht man ab, weil die einfach vielleicht vom Spiel doof sind oder zu viele Fehler haben oder. Ja, sowas gibt's. Oder weil halt die Views dermaßen schlecht sind, dass man halt sagt, nee, komm, das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Aber hier, ich habe irgendwie diesen Anreiz, ich möchte die Mission hier noch fertig machen und ich würde gerne mit euch das Ende dieser Story erleben quasi. Falls es das Ende ist, wissen wir ja nicht hundertprozentig. Und deswegen ziehen wir das einfach durch, würde ich sagen. So, vielleicht Alternative wäre noch Zeitraffer. Aber das würde bedeuten, dass erstmal ein paar Tage lang nichts mehr von diesem Spiel kommen würde. Und bis dann der Zeitraffer fertig ist, bis ich die Mission wahrscheinlich alleine durchgespielt habe.
der Zeitraffer dann fertig geschnitten ist und so weiter. Und ich glaube, bei dem Spiel wird einem, glaube ich, schlecht, wenn man hier mit Zeitraffer durch die Gegend fährt. Das ist auch noch so ein Punkt. Weil du halt dermaßen komische, harte Kurven hast. Wenn du das jetzt dann noch schneller siehst, ich glaube, das ist nicht so gut für den Magen. Ich weiß es nicht. Und dann würde man auch die Spielzeit so ein bisschen verfälschen. Weil, ja klar, ich möchte ja eigentlich so zeigen, wie Spiele sind. Wenn auch mal langweilige Passagen dabei sind, dann ist das Spiel halt so. Das kann man dann erwarten, wenn man sich das Spiel selber kaufen will oder kaufen wollte. Und dann sieht man sowas, dann sagt man vielleicht, nö. Dann hat es schon seinen Zweck erfüllt, dass ich das dann komplett gezeigt hatte. Weil, dann Tschüss. Denkt vielleicht der Entwickler darüber nach, ob diese Aufgabe wirklich nochmal im Spiel drin sein sollte oder ob man die anders machen sollte oder das Spiel anders gestalten sollte. Das ist auch der Gedanke dahinter, die Spiele in Zukunft ein bisschen zu verbessern vielleicht. Und man muss ja sagen, ich habe es ja auch schon in der Folge angesprochen, ich wiederhole mich gerne bei dem Titel hier so ein bisschen. Im Bus-Simulator 21 war es so, letzte Aufgabe war Level alle Stadtteile auf Stufe 5. Das war nochmal ein anderes Thema. Ja, das wäre nochmal ein Level höher. Das war noch zeitaufwendiger, noch spielerunfreundlicher und so weiter und so fort. Hier in dem Spiel ist man auf, beziehungsweise bei der einen oder anderen Mission, habe ich ja auch schon gesagt, auf Bau den Stadtteil oder den Stadtteil ausgegangen und nicht das und das auf Level des kriegen, wobei das auch mit dabei war, aber auch nicht so, war jetzt zwei, drei Aufgaben oder so, wo das so war. Und jetzt bei der letzten oder vermutlich letzten Aufgabe. Ja, ich wollte gerade den Wertgegenstand suchen, ich habe ihn aber nicht gefunden. Ja, jetzt bei der letzten oder vermutlich letzten Aufgabe ist man auf Level 4 gegangen. Ist ja schon mal ein kleines bisschen eine Verbesserung. Vielleicht nicht die beste, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und ja, man muss ja auch die kleinen Dinge mal so ein bisschen loben oder sehen. So, wir können hier nochmal ein Level hochgehen. Sind wir die Nali Research auf Level 3. Ich glaube, da brauchen wir auch nur noch ein, zwei Level oder so. Wir können ja gerade mal drüber rechnen. Wir haben da ein Level mehr, da hinten nochmal zwei mehr. Das sind drei. Ja, okay. Ist nicht mehr viel. Ein Level, glaube ich, noch. So. Dann sind wir da auch auf Level 4. Dann können wir das auch schon mal rausstreichen. Und vielleicht beim nächsten Spiel vom Entwickler Still Alive Studios, vielleicht waren sie da nur noch auf Level 3 oder vielleicht, wenn sich da viele drüber beschweren, vielleicht lässt man so eine doofe Aufgabe auch komplett weg, ich weiß es nicht. So, die kann auch ausgebaut werden. Ja, Level 4, die Nali Research, können wir also an sich bearbeiten, können wir sagen hier, zack. Können wir direkt rausnehmen, die Nali Research komplett, also das, 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 das und das. Und dann sieht man es, wir fahren, kann ich das vielleicht irgendwie anders planen, dass wenn wir hier rauskommen, da entlang fahren und von, ja, das müsste eigentlich machbar sein, das ist dann Haltestelle 2, 3, das müsste dann also hier Haltestelle 4 werden. Dann klacker ich mal runter bis zur Haltestelle 4. So, dann fahren wir nämlich Oris Harbor, dann fahren wir hier, nehmen hier noch eine Haltestelle mit, Bay Tree, dann sind wir da nochmal ein bisschen schneller und dann geht's hier unten raus. Übernehmen wir so, genau, übernommen, zack, Straßenbahnroute 9, jetzt fahren, ich will einfach, jetzt können wir eigentlich nochmal die Bahn auswählen, dann starten wir wieder am Hafen, oder? Nein, wir starten nicht am Hafen, warum starten wir nicht am Hafen? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht, was es von mir will. Gut, dann machen wir es anders. Wir. Jetzt ist die Bahn natürlich da vorne hingesprungen. Na gut. Jetzt fahren, wir nehmen eine andere Bahn. So. Jetzt sind wir wieder am Hafen. Dann können wir hier gerade nochmal ein paar Punkte sammeln. Dann kann die Haltestelle nämlich auch schon wieder ausgebaut werden. Dann sind wir hier jetzt auch schon auf Level 3. Wir haben da zwei Punkte mehr, das heißt, wir brauchen hier noch zwei Level. Das nochmal anfangen, das nochmal anfangen. Können wir Oris Harbor auch schon wieder rauskicken. Nice. Also es geht doch recht zügig jetzt. Es geht doch recht zügig. Das motiviert gerade wieder. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, war es, hatten wir so eine Folge gehabt, da ging es nicht levelmäßig so arg nach oben. Dafür geht es jetzt in der Folge hier extrem zügig voran. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, ein Like verdient. Wir brauchen gar keinen Zeitraffer, wir kommen so schnell genug voran. Und ja... Geil. Finde ich echt gut.
wenn wir dann nur noch unten Greenwood und so weiter, Millbrook oder wie das heißt, abfahren müssen, da fahren wir die ganze Zeit einfach im Kreis, zack, bumm, fertig. Gar kein Thema. Das ging jetzt aber echt schneller als gedacht. Dann haben wir in der Folge, wenn es gut läuft, 2 Stadtteile weg, vielleicht sogar 3. So, schön hart bremsen. Jawohl, Tür auf, Haltestelle kann ausgebaut werden. Zack. Dann fahren wir die noch an und dann müssten wir eigentlich auf Level 4 sein. Und dann, wenn wir bald fertig sind mit dem Spiel, kann ich mir einen weiteren Titel eigentlich raussuchen oder halt mal wieder mehr Bausimulator bringen. Wobei ich das eigentlich, also ich persönlich für mich, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, immer im Wechsel folgen. Also jetzt hier zum Beispiel war es ja Nachmittagsslot, 17 Uhr war ja ein Tag Tram-Simulator, am nächsten Tag Bausimulator, dann Tag drauf wieder Tram-Simulator. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Gewechsel lieber ist oder ob ihr gerne hättet zum Beispiel jetzt jeden Tag Bausimulator, Bausimulator, Bausimulator. Bis das Spiel halt dann auch wieder durch ist, dann der nächste Titel. Ich persönlich muss eigentlich sagen, ich finde es so im Wechsel eigentlich cooler. Erstens aus dem Grund, weil ich dann ein paar mehr Spiele in einer Woche spielen kann und mehr Spiele natürlich auf dem Kanal zeigen kann. Und ja, das bringt mir persönlich halt immer ein bisschen mehr Abwechslung und wie gesagt, außerdem halt auch mehr Spiele auf dem Kanal. Deswegen finde ich das mit dem Abwechseln eigentlich gar nicht so verkehrt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich lieber ist. Abwechselnd oder lieber ein Titel jeden Tag. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, mein Favorit ist eigentlich abwechselnd. Hat aber auch persönliche Gründe. Klar, wenn man vielleicht nur zuschaut, wenn man vielleicht jeden Tag eine Folge von einem gewissen Titel sehen. So, wir können jetzt also hier Auris Harbor haben wir auf Level 4. Können wir jetzt also auch rauskicken. Können wir jetzt sagen, zack, 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 weg. Somit ist Auris Harbor auch raus. Die Nadu Research ist raus. Ah ne, wir haben ja jetzt schon 3 Stadtteile rausgenommen quasi. Sehr cool. Das ist eine Folge, die ist so unglaublich produktiv. Vielleicht schaffen wir auch noch Baytree. Vielleicht schaffen wir auch noch Baytree. Wir geben Vollgas, würde ich sagen. Ja, von mir aus so. Ich würde jetzt aber gerne nochmal Straßenbahn Route 9 jetzt fahren. Ich würde total gerne nochmal probieren, ob wir jetzt mit der Bahn nochmal fahren können. Dass wir da bei Haltestelle 1 beginnen. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir fahren gerade durch Baytree durch. Dann ist es vielleicht okay. Dann übernehme ich das Fahrzeug direkt mal. Können wir da vielleicht jetzt noch ein paar Level ziehen? Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Emergency Headquarters. Die Bahn fährt ein Chaos zusammen. Nee, die fährt nämlich nicht dahin, wo ich gerne gehabt hätte. Die fährt zwar jetzt hier durch, aber nicht da, wo ich gerne jetzt die Haltestellen anfahren würde. So. Das heißt, wir tauschen wieder. Dann sind wir jetzt hier bei Haltestelle 1. Können direkt wieder eine Haltestelle ausbauen. Level 4, Baytree. Können wir also auch rauskicken. Alter, das sind ja Fortschritte hier in der Folge. Da haben wir nämlich einige Haltestellen weg. Angefangen haben wir mit einer Fahrzeit von der Route 9 hier. Von 55 Minuten. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde knapp noch. So, jetzt haben wir da Haltestelle 1. Ja, ist okay. Cyberpod. Copperpod müssen wir ein paar Mal noch anfahren. Da sind wir halt erst hier ganz unten. Die hatten wir nie angefahren, die Haltestelle. Wir übernehmen mal die Änderung. So, dann können wir jetzt von hier eigentlich wenden und fahren zur Haltestelle 1. Oder man macht es halt anders wieder. Wir können es ja so nochmal probieren. Zack, zack. Ups, nicht bearbeiten. Route 9. Jetzt fahren. Nehmen wir einfach wieder irgendeine andere Bahn. Was hatte ich denn jetzt für eine ausgewählt? Ich weiß es gar nicht. So, sind wir an Haltestelle 1. Nehmen hier die Passanten auf, die Fußgänger. Dann haben wir hier die ersten Punkte gesammelt, können hier auf Level 2 hochgehen. Sind wir auch insgesamt auf Level 2 von Copperpot, weil Copperpot ist halt nur eine Haltestelle. Greenwood müssen wir noch ein paar Haltestellen anfahren, aber das kann auch recht zügig gehen, weil da fahren wir alle Haltestellen an. Und wenn wir alle Haltestellen hochleveln, kann das auch schnell vorangehen. Also krass. In der Folge haben wir den Fortschritt, der in der letzten Folge gefehlt hatte. Ich glaube, es war in der letzten Folge, wo sich alles so lange hingezogen hat und wir keine Level irgendwie gemacht haben. Da hatte ich aber gesagt gehabt, wir werden dann dafür eine Folge haben, wo es richtig Schlag auf Schlag vorwärts geht. Und diese Folge haben wir jetzt. Fahren Sie langsamer. Ist ja gut, ich mache ja langsamer. Ich war ein bisschen flott, ich weiß. So, gerade ein bisschen gesandet, sonst wären wir hier voll durchgerutscht.
Kann auch ausgebaut werden. Zahltag brauchen wir nicht. Überspringen wir einfach wieder. Oh Gott, was wir ein Geld verdienen. So, da will ich gar nicht drauf. Ich wollte eigentlich hier nur... Ach, jetzt kann ich gerade die Karte nicht richtig bedienen. Jetzt geht's. So, da sind wir auf Stufe 4. Also Greenwood aber insgesamt noch auf Level 2. Ich denke mal, Greenwood müssen wir noch 2-3 Mal durchfahren. Das wird schon noch so sein. Aber wenn wir irgendwann außenrum das alles hochgelevelt haben, ratzfatz haben wir Greenwood auch auf Level 4. Gar kein Thema. Boah, das ist jetzt echt mal motivierend, dass wir so schnell die ganzen Stadtteile jetzt da oben raus alle abgearbeitet haben. Richtig krass. Da kann ich mir ja bald schon Gedanken machen, was wir dann als nächsten Titel so anstimmen. Ich hab ja noch ein paar auf der Liste. So. Ja, ich fahr zu schnell, ich weiß. Ich bin ja schon am Bremsen. Ich würde auch mal wieder gerne mehr The Bus bringen, weil da gibt es ja mittlerweile so viele Mod-Maps. Da müssen wir auch unbedingt noch mal mehr reinschauen. So, Rollstuhlfahrer ist auch am Start. Rampe ausfahren war, glaube ich, mit der Taste G, oder? Ja, sehr schön. Dann können wir auch die Türen schon mal aufmachen, beziehungsweise... Hä, warum? Ah, die Rampe ist wieder unter den Boden gefahren. Okay, ich muss gerade die Tür nochmal zumachen. Jetzt mache ich alle auf. Die Rampe sieht man gerade nicht, die ist wieder im Boden versunken. Ist immer noch fehlerhaft. Es ist immer noch fehlerhaft. Ja, den Entwicklern liegt nicht ganz so viel, glaube ich, am Herzen, was dieses Spiel betrifft. Das ist denen, glaube ich, kackegal. So, Hillside Stop. Das ist eine gute Frage. First Street, Greenwood... Hillside Stop. Das kann eigentlich nur hier oben raus sein, oder? Apple Farms, Poppy's Rest, Observatory, Hillside Stop. Ja, fahr mal hin. Ja, ist mit auf der Route. Achso, die Rampe. Ich denke nicht dran, weil ich sehe die einfach da oben nicht. Ich sehe die einfach da oben nicht. Und dann ist natürlich aus den Augen, aus den Sinn. Ihr kennt es. Ja, schön mal die Straßenbahn schneiden. Kann man machen, ist halt kacke. So, ich fahre schon wieder zu schnell, ich weiß. Ja, ich glaube, wir kriegen Greenwood noch auf Level 3 in der Folge. Also ich hoffe es. Beziehungsweise vielleicht sind wir schon, nee, sind wir noch nicht. Immer noch Level 2. Na gut, wir müssen noch ein paar Mal durchfahren. Wir sind noch nicht fertig mit Greenwood. Das kriegen wir noch hin. So. Tür wieder zu. Blinker setzen. Losfahren. Der Spiegel auf der linken Seite wird nicht dargestellt, weil es eigentlich ziemlich aus dem Sichtfeld raus wäre. Außer bei meinem Monitor. Wobei, das Sichtfeld hatte ich, glaube ich, gar nicht so viel größer gestellt hier in dem Spiel. Bei manchen Spielen ist es richtig praktisch und cool. Aber ja, bei dem hier weiß ich nicht. Ist selber Effekt wie bei OMSI 2. Wenn du das Sichtfeld zu groß machst, wie es realistischer wäre, und du siehst die Spiegel noch so am Rand, werden die Spiegel nicht dargestellt, weil die eigentlich im normalen Sichtfeld nicht drin wären. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Na gut. Ist nicht bei allen Spielen so, aber bei dem hier ist es zum Beispiel so. Und bei OMSI, wie gesagt. So, Greenwood, Level 3 schon. Jetzt fahren wir nochmal die Haltestelle an, glaube ich. Und dann fahren wir... Moment, ich bin hier gerade vollkommen verwirrt. Wir fahren hier oben entlang. Achso, und dann fahren wir... Ja, okay. Passt. Alles gut. Ja, vielleicht noch einmal durch Greenwood durchfahren, dann sind wir damit auch fertig. Heftig. Dass man alles in einer Folge so an Fortschritt erreichen kann. Das ist natürlich cool. Genau, hier müssen wir jetzt links entlang. Wir fahren jetzt einmal so eine kleine Schleife, damit wir die eine Haltestelle auch noch abfrühstücken können. So, nochmal links. Hinter uns wurde gerade eine Bahn gespawnt, deswegen hat es geklingelt im Hintergrund. Aber nicht dieses Geklingel, sondern das andere Geklingel.
Glocke regelt wieder, Stoppschild, jawohl. Da ist, glaube ich, jemand über den Zebrastreifen drüber, oder? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe es auf der linken Spur gerade noch so gesehen. Was ist orange und geht gerne wandern? Eine Mandarine. Oh Gott, was ist orange und geht gerne wandern? Eine Mandarine. Alter, diese Sprüche manchmal. Die tun ja schon im Kopf weh. Ja, wir hatten an Silvester auch, wir hatten so ein Kartenspiel, LOL-Kartenspiel heißt es. Beziehungsweise einfach nur LOL. Und jeder kennt bestimmt die Sendung von Amazon Prime, LOL. Mit Bully Herbig, den ganzen anderen Comedian-Stars. Und ja, in diesem Spiel geht es darum, dass man auf diesen Karten einfach blöde Sprüche stehen hat. Und man muss die anderen zum Lachen bringen. Wer lacht, verliert quasi. Genau, das ist so das Grundsystem von der Sendung und auch von diesem Kartenspiel. Mann, da sind so Sprüche drauf, die sind manchmal so schlecht, dass man vor lauter Schlechtigkeit wieder lachen muss. Das ist wirklich sehr spannend, sehr lustig. Ja, aber da sind auch manche Sprüche sind dabei, da denkt man sich so, boah, 1960, möchte die Sprüche wieder zurückhaben. Die kennt man einfach schon, die sind so langweilig dann. Aber da sind auch Sprüche dabei, wo ich so echt kämpfen muss, dass man nicht lachen muss. Aber ganz lustig eigentlich an sich. Oh, ich muss hier gar nicht halten. Ich halte hier immer an dieser Haltestelle. Obacht! Tram will los, Tram will... Ja, rennt doch alle noch davor. So, okay. Weiter geht's. War ein Fehlhalt. Alter, was macht das Auto? Boah, gerade noch die Notbremse reingehauen. So, darf ich jetzt wieder? Okay. Das hätte echt ins Auge gehen können. Na gut. Wir geben mal weiter Gas. Hier müssen wir jetzt geradeaus drüber. So, ich bremse mal, bevor wieder die Meldung kommt. Du fährst zu schnell. Boah, gerade noch gesehen, dass wir hier links lang müssen. Im letzten Millimeter noch die Taste nach links gedrückt. Sonst hätten wir jetzt wieder eine extra Runde fahren müssen. Das wäre nicht förderlich gewesen. So, okay. Dann haben wir die Straße auch, kann auch ausgebaut werden. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Brauchen noch 2, 4, 5 Level. Das könnte tatsächlich bei der nächsten Durchfahrt passen. Oh, ich sehe gerade. Rollstuhlfahrer. Will raus. Schön, wenn da oben eine Meldung kommt, weil ich die Tür öffnen möchte, weil während die Rampe gerade ausfährt, aber nichts angezeigt wird. So. Okay, ist draußen. Rampe wieder rein. Und Tür schließen. So, ich würde auf jeden Fall gerne in dieser Folge noch diese Runde fertig fahren. Ist die Panoramabahn gerade unterwegs? Oder das fahrende Gewächshaus, hatten wir auch gehört, stand auch in den Kommentaren. Beides gut. So, jetzt dürfen wir offiziell ein bisschen mehr Gas geben. Ach, das zählt auch noch zu Dingens. Okay. Gut. Ja, nächste Durchfahrt auf jeden Fall. Sind wir Greenwood, würde ich sagen, durch. Poppy's Rest. Kommt wieder dieser geile, steile Berg. Ah, jetzt kommt auch da oben wieder die Weiche, wo ich wieder nicht sehe, oder? Ah, nee, da ist keine. Gott sei Dank. Weil du siehst die einfach nicht. Du siehst die einfach nicht. Du fährst da einfach hoch und dann zack, bumm, fliegst du da drüber. Aber da ist zum Glück keine aus der Fahrtrichtung.
Haben sie schon mitgedacht. Haben sie gut gemacht, ausnahmsweise mal. So. Oh, das ist schnell. Aber es geht bergauf. Wir müssten eigentlich recht schnell zum Stehen kommen. Ich schmeiß auch gerade mal Sand auf die Gleise. Hat noch gepasst, kann ausgebaut werden. Wunderbar. Was sind wir denn eigentlich hier für ein Level? Timberridge sind wir auf Stufe 3. Gut, das werden wir auch jetzt mit dieser Durchfahrt nicht schaffen. Da werde ich noch einmal durchfahren müssen. Die kriegen wir auf Stufe 4, die kriegen wir auf Stufe 4, aber die nicht. Die müssen wir noch einmal anfahren. Dann sind wir da auch auf Stufe 4. Also einmal noch Greenwood, einmal noch die Haltestelle und dann sind wir damit auch durch mit den zwei Stadtteilen. Also bei der nächsten Folge dann. Oder in der nächsten Folge. Observatory. Ich rechne mal fast mit, dass wir hier in zwei Folgen durch sind, spätestens. Ich glaube, viel mehr ist es nicht mehr. Vielleicht nächste Folge schon. Viel ist es nicht mehr. So, da kommen wir jetzt auf Stufe 4. Na komm, Gas geben. Manchmal gehe ich gern spazieren und sehe mir die Kühe und Schafe auf dem Bauernhof. Nächster Halt. Hillside Storm. Oh Gott, nicht bremsen. Nicht stoppen. Das hätte ich jetzt nicht mehr so ganz geschafft. Ohne Notbremse. Wir sind zu schnell. Boah, bei der Kurve sowieso. Wir wären voll im Gleis, glaube ich, eben. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil bergab bremsen ist so ein bisschen Durchrutschgefahr. Wobei es hier wenigstens mal kurz eben ist, beziehungsweise ein bisschen aufsteigend. Da kommt man noch zum Stehen, das passt schon. Ja, schlechte Halteposition, ich weiß. Ich wollte jetzt aber nicht mehr weiter vorrollen. So, dann sind wir da auch auf Stufe 4 bei der Haltestelle. Wie gesagt, ein einziges Mal noch die Haltestelle anfahren. Dann haben wir das. Hier, das kann noch ein bisschen dauern, Eclipse Bay, weil wir da nur die Haltestelle anfahren. Okay, Eclipse Bay wird nochmal widerlich. Das wird nochmal unschön. Aber gut. Weil da, hier musst du auch jedes Mal, wenn du halt da die Haltestelle anfahren möchtest, einen riesen Kreis fahren. Das wird ziemlich viele Leerfahrten bedeuten. Oder man setzt es halt als Haltestelle 1 und springt ständig in neue Fahrzeuge und tut so die Haltestelle hochziehen. Das würde auch funktionieren. Vielleicht machen wir das auch so. Bin ich mir noch nicht sicher. Ob wir so schummeln oder... Boah, bleib stehen. Ich muss gerade nochmal eine Notbremsung machen. Bergab, du kannst nicht bremsen. Sanden bringt auch dann überhaupt nichts. So, jetzt aber. Ja, theoretisch könnte man, wie gesagt, dann die Haltestelle, die man hochleveln möchte, als Haltestelle einsetzen. Dann nimmst du dir einfach eine neue Tram, die wird hier hingesetzt, machst die Türen auf, kriegst die ersten Punkte, nimmst die nächste Tram, irgendeine andere, die du in deiner Garage stehen hast, wählst die aus, lässt da wieder die Route beginnen, kannst du schön die Punkte hochziehen an der Haltestelle dann. Wenn die halt wirklich sehr aufwendig ist anzufahren, kann man so schummeln. Das geht tatsächlich. So, kann ausgebaut werden. Jetzt sind wir halt immer noch auf Level 2 hier. Das Gute ist, die ist halt auch schon auf Level 3 oben. Na gut. So, Seafew müssten wir jetzt eigentlich auch dann auf Level 4 bekommen, oder? Genau, die fahren wir jetzt auch noch einmal an, dann haben wir den nächsten Stadtteil schon fertig. Boah, das ging dann... Das war eine Hammerfolge. Hammermäßige Folge. Krasser Fortschritt. So mag ich das. So finde ich es halt noch verkraftbar, wenn man jetzt so Aufgaben hat, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, die Spielzeit dermaßen in die Länge zu ziehen von den Entwicklern aus. Dann finde ich das okay, wenn man halt einigermaßen zügig vorankommt. Ich glaube, beim Bus-Simulator 21 habe ich damals länger gebraucht.
Da war es, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Und hier so, ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt sind, 3, 4, die wir dann hier verbraucht haben. Insgesamt 2 Stunden vielleicht insgesamt oder so. Vielleicht auch mehr, ich weiß nicht mehr genau. Ist schon so lange her, wo ich das letzte Mal jetzt hier aufgenommen hatte. Aber das ist noch verkraftbar. Bus-Simulator 21, weiß ich nicht, wie viele Wochen ich dafür gebraucht habe. Ja, rennt alle nur durch das fahrende Gewächshaus. Macht nichts. Na komm, mach die Türen zu. Weiter geht's. So, wir brauchen keine perfekte Halteposition. Hauptsache in dem Bereich drinne. Fertig, aus. Dann Z-View. Können wir rauskicken. Sehr schön. Dann sind wir an der letzten Haltestelle angekommen von dieser Fahrt. Ich würde jetzt noch ganz schnell hier die Route anpassen, dass wir dann in der nächsten Folge direkt bei der richtigen Haltestelle loslegen können. Das heißt, die können wir auch entfernen. Dann führt uns die Linie so zurück hier. Dann würde ich sagen, fahren wir hier in Eclipse Bay auch die Haltestelle an beim nächsten Mal. Wir beginnen unsere Route wieder hier in Copperpot quasi, fahren dann nach Greenwood durch, haben dann Greenwood auf ein hohes Level, fahren hier noch einmal durch. Eclipse Bay vielleicht noch 2, 3 Mal anfahren, dann sind wir durch. Ich glaube, in der nächsten Folge wären wir fertig. Ihr seht ja, was wir hier alles in dieser Folge alles geschafft haben. Hier komplett den Stadtbereich hochgelevelt. In der nächsten Folge, glaube ich, würde ich sagen, sind wir in der letzten Folge von dem Spiel. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat mit dem riesengroßen Fortschritt. Und falls es der Fall ist, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen, genau. Und natürlich auch Vorteile bringen. Wie zum Beispiel ein wöchentliches Video, in dem gezeigt wird, wann welches Spiel auf dem Kanal läuft. Genau. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.